Easy. Und dann geht's erstmal ab ins Labor, ne? Ja, komm. Mal gucken, was da los ist. Oh, Laura. Ich hab ihn gefunden. Ist das dein Vater? Ja. Ich glaube, er kann mich hören. Denkst du nicht? Naja, also das Glas sieht ziemlich dick aus. Und er wirkt nicht, als wenn er überhaupt noch viel mitbekommt. Ich meine, keine Sorge. Er weiß, dass ich hier bin. What the f... Papa! Okay, komm mit. Wir finden einen Weg, ihn da rauszuholen. Nein, ich bleib hier. Ich will ihn nicht alleine lassen. Aber du hast ihn seit Jahren nicht gesehen. Auf ein paar Momente mehr kommt's doch jetzt auch nicht mehr an. Und er wird es eh nicht merken, also... Flötennase, hör einfach auf, mich zu trösten. Entschuldigung, ich geh dann mal. Viel Spaß. Und lass dich nicht töten. Okay. Sonst bring ich dich um. Alles klar. Na gut, dann werd ich mal. Tschüss. What the fuck? Lass mal mit Laura reden. Laura, willst du nicht doch mitkommen? Nein, er merkt es, wenn ich weg bin. Ich glaube, er würde es nicht mal merken, wenn das Labor in Flammen steht. Na gut. Was mit deinem Zettel? Ich glaube nicht. Na gut. Uiuiui. Reminepo, wie es heißt. Das ist also Lauras Vater. Sein Name ist Dr. Reminepo. Ah, doch, Reminepo. Rede nur mit ihm. Hallo? Können Sie mich hören? Ja, Papa. Kannst du mich hören? Achso, jetzt passiert das, was vorhin auch passiert ist, ne? Und wo sitzt der denn eigentlich? Wir müssen diese Blitze abstellen. Ja, bevor sein Gehirn komplett getoastet wird. Der scheint hier oben zu sitzen. Über dem Raum. Gitter. Huch. Oh. Ah, ne, unten. Unter uns scheint die Nase. Seltsamer Typ. Vielleicht ist es ja nur die Perspektive. Aber dieser Kerl sieht unheimlich schräg aus. Ich glaube, der hat ein bisschen zu viel Langeweile. Hallo, kann ich euch eine Frage stellen? Er hat offenbar Wichtigeres zu tun. Knopf. Ein roter, leuchtender Knopf. Das bedeutet nichts Gutes. Ja. Fließbänder. Die Basilenteile, die Reminepo baut, werden darauf transportiert. Es hat was Beruhigendes, wenn man sie eine Weile lang anstarrt. Ich glaube, der Typ ist ein bisschen zu relaxed. Aufzugknopf. Ich schätze, mit dem Knopf kann er sich den Aufzug rufen. Und dann? Ich komme nicht ran. Damit kann man nichts machen. Okay, ich bin gerade leicht verwirrt. Ich glaube, hier können wir nichts mehr machen. Erstmal. Das heißt, wir gucken uns einmal im Labor ein bisschen weiter um. Okay. Da war wahrscheinlich mal ein Aufzugsknopf. Er ist rausgebrochen. Aufzug. Ein Aufzug. Ich glaube, er ist für Essen gedacht. Aber ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen. Oder für den Typen. Weil ansonsten kommt er ja dann nicht raus. Oder er ist da immer eingesperrt. Ein Basilenbauplan. Conroy, dieser Wahnsinnige, hat das Volk die ganze Zeit mit Maschinen terrorisiert. Nein, ich will mir jetzt keinen Basilen bauen. Da draußen sind mehr als genug. Okay, du willst dir also keinen bauen. Mechanische Hände. Die Greifarme scheinen mit seinem Kopf verbunden zu sein. Er steuert seine Hände mit seinen Gedanken. Wahnsinn. Oh, stimmt, ja. Und die halten ihn wahrscheinlich irgendwie am Leben. Und ich weiß ja nicht. Anschluss. Ich glaube.
glaube, diese Anschlüsse führen aus seinem Kopf oder hinein. Er ist mit dem ganzen Hangar verbunden. Gruselig. Können wir die mechanischen Hände aufhalten? Nein, ich habe keine Lust, zu einem Basilen verarbeitet zu werden. Ja, Hand. Eine künstliche Hand. Zur Faust geballt. Was sind das hier so Aufsätze für die mechanische Hand? Die können wir mal nehmen. Erinnert mich so ein bisschen an die Hand von Mickey Mouse. Wem das mal aufgefallen ist, der hat auch immer so eine Handschuhe an. Ja. Vielleicht können wir... Hallo? Nein, ich habe keine Lust zu... Okay. Haben wir einen Aufzugsknopf? Nicht wirklich. Ich möchte ja, Laura Fischöl haben. Ich glaube nicht. Ich möchte sie K.O.-Tropfen. Ich glaube nicht, dass das... Dann nicht. Wenn ich will, der hat schon. Fließband haben wir noch gar nicht angeguckt, glaube ich. Oder doch? Ein Fließband mit Basilenteilen. Es ist das Fließband des Todes. Dann, Nein, ich fass da nicht rein. Ich habe keine Lust, dass meine... Dann zieh doch die Faust das an. Das kann ich nicht verwenden. Ich weiß nicht, was ich... Das mache ich nicht. Okay. Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Let's see. Is there anything left? Ja, ich glaube nicht, ne? Tja, was können wir tun, Freunde? Was können wir tun? Ich schau nochmal durchs Gitter. Da wäre ja theoretisch ein Aufzugsknopf, ne? Ich dachte, vielleicht kann man seine Aufmerksamkeit irgendwie erregen oder so. Also die einzige Möglichkeit, die ich hier hätte, wäre hier runter irgendwie zu kommen. Und dann halt irgendwie das auszuschalten, ne? Naja, dann könnte ich... Obwohl... Nein. Ich komme nicht ran. Oder vielleicht... Moment... Genau. Jetzt haben wir so eine Art mechanischen Arm. Faust mit Sprungfeder. Eine Faust an einer Sprungfeder. Sitzt wie angegossen. Kann ich mir gar nicht vorstellen, aber okay. Vielleicht jetzt... Das mache ich nicht. Okay. Den Typen schlagen. Naja... Kommst du halt auch gar nicht durch, ne? Das passt nicht durch die schmalen Ritzen. Ja. Nein, jetzt ist... Hier, Brofist. Nein. Okay. Nein, ich habe keine Lust. Alright. Das mach ich. Tja, mir fällt hier ein Stein weiter. Geh mal ganz kurz zurück. Geht's ja nicht weiter, ne?
Ich gehe mir nochmal die Treppe hoch. Frage ist bloß, was wir hier tun können, groß noch. Höchstens was mit Funk. Gewalt ist keine Lösung. Und die Gefahr ist zu groß, dass er nicht sofort K.O. geht und sich rächt. Ja, dann gibt mir noch die K.O.-Tropfen, aber der will die wahrscheinlich nicht. Ah, doch. Die perfekte Waffe. Okay, jetzt gib ihm, Junge. Jetzt gib ihm. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Dann, Was mache ich nicht? Dreck. Vielleicht möchtest du eine Puppe haben, mit der du spielen kannst. Oh, möchtest du tatsächlich? Hat ihm wohl nicht so geschmeckt. Warte mal, vielleicht nicht. Das kann ich nicht verwenden. Schade, ich dachte mal. Hätte das jetzt nochmal auseinanderschrauben können und ihm dann die Faust quasi. Ach, warte, ich wollte die Puppe mitnehmen. Nein, ich wollte die Puppe mitnehmen. Komm mal, eine Puppe, genau. Jetzt ist die Puppe voller Igelsabber. Lecker die Schmecker. Das könnte sch... Oder wir versuchen noch mal was. Hat die... So. Nein. Okay, ich dachte... Ich wollte es mal ausprobieren. Funk? Aus! Ach, hyperaktives Nadelkissen. Ja, ich hab da gar nichts gemacht. What the fuck? Fällt hier nicht ein, was wir hier weitermachen könnten. Insofern. Ich guck mal ganz kurz nochmal auf unsere Ziele. Sorge dafür, dass Reminipo keine Stromschläge mehr bekommt. Ja. Problem ist, wir kommen ja da nicht durch. Ist ja auch noch was. Da drin ist irgendwo Laura. Ich hoffe, es geht ihr gut. Na, mittlerweile haben wir sie ja gefunden. Und sie hängt sehr an ihrem Vater. Hat ihn ja auch länger nicht gesehen. So. Mehr machen irgendwie. Ich hätte gedacht, vielleicht finden wir hier irgendwo noch ein Werkzeug, mit dem wir irgendwie die Gitterstäbe aufkriegen können, aber was mir jetzt noch einfallen würde, irgendwie mit der Faust darauf zu schlagen, aber ich glaube, das geht auch nicht. Mal gucken. Irgendwie müssen wir ja da durchkommen. Probieren wir mal ein bisschen rum. Das passt nicht durch die Schmack. Okay, das hatten wir schon ausprobiert. Idiot. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Dann schlag doch den Fahrstuhl ein. Den Aufzug meine ich. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Yeah, cool. What the fuck? Ein Aufzug, ich glaube. Oder auch für böse Überraschungen. Da war mal ein Knopf. Ja. Das mache ich nicht. Nun gut. Kriegen wir jetzt einen Knopf her? Verdammt. Kann der nicht irgendwie den Aufzug rufen jetzt? Hallo, kann ich euch eine Frage stellen? Er hat offenbar Wichtigeres zu tun. Die Fliege gibt's doch auch noch hier zum Anklicken. Das würde sie bestimmt mögen, aber sie ist zu weit weg.
Das könnte Spaß machen. Hallo. Bitte lächeln. Genial.